Hallo, liebe Ahead in Time-Freunde, und willkommen zurück zu einem wundervollen Part von Ahead in Time, dem Spiel, in welchem wir einen Hut haben, mit dem wir durch die Zeit reisen, vermutlich. Im letzten Part haben wir den Subcon Forest angefangen, und in diesem Part machen wir den Subcon Forest weiter. Denn ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, welche sich doch relativ. Ich wollte sagen, aus dem Kontext ergibt, aber das ist, wenn ich so nicht sinnvoll, das zu sagen. Ich würde sagen, eine Sache, die relativ auf der Hand liegt, genau das zu machen. Und wir haben zwei Missionen. Zum einen Act 2, was der Subcon Brunnen wäre. Das ist noch Teil des ersten Contracts, welchen wir mit dem bösen Mann hier eingegangen sind. Das Name mir gerade entfallen. Ich weiß gar nicht, ob er einen hat. Und zum anderen könnten wir in Queen Vanessas Manor gehen. Manor. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir fangen mit Act 2 an, weil es ist immer schöner, wenn man das Ganze in der richtigen Reihenfolge nachgeht. Und ich wundere mich, was in dieser Mission wohl passieren wird. Hey, Title Card, ich bin mir da ziemlich unsicher. Wird es etwa etwas mit einem Greifhaken zu tun haben? Und das ist übrigens auch eine der Stellen, die ich am wenigsten leiden kann, so ziemlich aus dem Spiel, der wir uns jetzt nähern. Ich meine, zum einen gibt es eine gute Sache. Wir können endlich durch die erste Barriere hindurch. Und damit kommen wir direkt zur schlechten Sache, nämlich der Sumpf hier. Es ist ein sehr, sehr sumpfiger Sumpf. Das Problem ist, wenn wir den Sumpf einmal berühren, werden wir immer langsam und dann kommen diese Hände. Und wenn wir zu lang hier sind, ah shit, da sind die Fuckviecher noch. Dann werden wir einfach weggezerrt und sind wieder am Anfang und nehmen ein bisschen Schaden. Das heißt, das ist relativ nervig und behindert das Movement ein ganz kleines bisschen. So. Ich würde aber sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, kümmern wir uns erstmal um die lieblichen Füchse hier. Welche zwei Bilder benötigen, damit wir weiterkommen. Okay, die bekomme ich hin. Ich weiß gar nicht, wo die blaue Barriere ist, aber wir werden sie damit. Nein, ernsthaft, wo ist sie denn? War die da hinten vielleicht? Ich meine aber, dass wir die tatsächlich auflösen müssen für die Mission hier. Also, das ist wahrscheinlich nicht verkehrte Sache, die wir machen können. Ne? Und rein. Ja, geschehen, meine Guten. Ah, wir können jetzt in den brennenden Teil des Waldes. Sehr schön. Also für diese Mission war es absolut nicht nötig, aber es ist durchaus sehr hilfreich. Und hallo, Herr Galgen? Nein? Kein Herr Galgen? Okay. Da fehlt mir auch noch Reitemunde, mit dem interagieren zu können. Mit dem Galgen interagieren, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Wir alle. Es könnte kaum ein schöneres Geschenk geben. Und hier sehen wir wieder die Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe. Mit vorhin meine ich im letzten Part, das war für mich vorhin. In diesem Wald gibt es in den Bäumen lächerlich viel zu finden. Und in erster Linie habe ich immer das Gefühl, dass das relativ viel Zeitverschwendung ist. Und wir werden das nicht alles machen. Man kann ja so viel Zeit damit verbringen, die man einfach nur durch die ganzen Bäume hin und her hüpft und irgendwelche Wollknäuel sammelt. Aber wie gesagt, habe ich das größte Verlangen danach. Aber dafür werden wir jetzt mit einem neuen Feature vertraut gemacht, welches okay ist. Es ist sehr simpel. Und zwar, ihr seht diese Plattform hier, diese grünen. Wir können nicht auf sie landen, wir fallen einfach durch sie durch. Das sind Plattformen, die für Wesen aus der Geisterwelt gedacht sind. Und dann haben wir diese Glocke mit dieser mysteriösen Kuppe um sie herum, beziehungsweise Blase. Wenn wir da drauf hämmern, werden die Plattformen, welche in dem Umkreis sind, alle für uns begehbar. Und das ist im Großen und Ganzen alles. Man muss sich dann nur ein bisschen beeilen, weil sich das irgendwie wieder zurückzieht. Und wenn man dann zu langsam ist, dann könnt ihr euch sicher denken, fällt man einfach runter, aber alles ziemlich selbsterklärend, würde ich sagen. Und hey, wie es der Zufall so will, sind wir im Brunnen. Das ging unerwartet schnell. Es ging wirklich unerwartet schnell. Beim ersten Mal, als ich hier war, habe ich ewig nach dem Brunnen gesucht. Aber er ist wirklich nicht weit weg. So. Und falls ihr euch immer gewundert habt, wie es unten in dem Brunnen aussieht, hier habt ihr die Antwort. Es sieht ziemlich brunnenartig aus. Wir können weiter nach oben hüpfen, aber das ist nicht meine Absicht. Wir haben zwei Wege, die wir entlang gehen können. Hier müsste der Weg sein, von welchem wir kommen. Ja, nee, das ist ein komplett anderer Weg. Der Weg, von dem wir kommen, ist der Mitte. Verzeiht mir, aber dahinten können wir auf jeden Fall noch nichts machen. Ich will sagen, das heißt, wir begeben uns in den anderen Weg. Und hier haben wir Blätter und Fledermäuse und ein kolossaler Eisblock. Ich habe das Gefühl, wir müssen einen Weg finden, den kolossalen Eisblock zu zerstören. Und natürlich wäre das alles nicht komplett ohne die klassischen Zelda-Türgitter. In Wind Waker wurde sehr viel verwendet und den Ocarina of Time. Ich glaube, danach nicht mehr allzu viel. Auf jeden Fall haben wir eine Frucht. Und wir machen das. So wie jedes Mal. Und der kolossale Eisblock ist verschwunden. Und die Fledermäuse, falls ihr euch wundert, setzen sich nicht mal zur Wehr. Mensch,
Das ist ziemlich aufregend. Lass mich noch das Geld mitnehmen. Und dann schauen wir doch mal, was sich in dieser Schatztruhe da versteckt. Ich habe das Gefühl, es könnte etwas sehr, sehr Nützliches sein. Es ist ein neuer Orden! Der Hookshot-Badge! Welcher nicht optimal ist, weil er aktuell dafür sorgt, dass ich jetzt meinen Magnetorden erstmal weglegen muss, um ihn zu verwenden. Und dieser Hookshot-Badge bringt, dass wir ihn erstmal für den Rest des Spiels nicht mehr ablegen werden, weil es der hilfreichste von allen ist. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einfach einen geilen Greifhaken, mit dem wir uns an gewissen Stellen immer wieder mal festklammern können. Im Wald sind es, beziehungsweise hier im Subcon Forest, sind es hauptsächlich immer diese Lampen, an denen wir uns festhalten. An denen wir uns mit dem Greifhaken festhalten können. Verzeiht. Oh Gott! Das war kein guter Satz von mir. Oh ne, da haben wir noch ein bisschen Wollknäuel. Sehr schön. Da würde ich sagen, wir können uns eigentlich direkt wieder wegbegeben. Denn wir haben von hier alles geholt, was wir holen wollen. Ich frage es jetzt nur, warum wollte der Geist, dass wir hier unten reingehen? Ich meine, kann ich mal bitte mit genaueren Details von dem Vertrag vertraut gemacht werden? Warum sollte ich hier reingehen? Was bringt das jetzt? Ich habe jetzt den Greifhaken gefunden. Natürlich, wir haben eine Aufgabe und die besteht darin, dass wir den Korken hier lösen müssen. Damit das Wasser herausströmt. Scheinbar war der Brunnen ziemlich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er war ziemlich ausgetrocknet und da war absolut gar kein Wasser mehr drin. Und das müssen wir natürlich ändern. Das war unsere Aufgabe daran. Was mir übrigens gerade eben gar nicht bewusst war, aber als ich es laut aussprach, habe ich mir aufgefallen, ah ja, wir haben tatsächlich eine Aufgabe, was wir hier machen. Es ist wirklich nicht komplett sinnlos. Ich dachte, es wäre komplett sinnlos, aber ey, ich hatte mich getäuscht. Aber ich konnte es sehr schnell überspielen, indem ich einfach das Richtige direkt gesagt habe. Und hier müssen wir auch, diese Spinnen, ich hasse sie. Hier müssen wir einfach unseren Weg nach draußen suchen. Ich denke, das ist relativ simpel, könnte man sagen. Aber hey, ein bisschen Plattforming, das kann auch nicht schaden. Und wir können alternativ noch ein bisschen eine Münze mitnehmen. Ich würde sagen, ein paar Wollknäuel, das ist tatsächlich eher eine Münze. Und falls ihr euch wundert, ja, das Wasser da unten steigt immer weiter an, aber ich bin jetzt schon so weit oben, dass es sowieso vollkommen egal ist. Kann auch ein bisschen nervig sein, wenn man öfter mal runterfällt, was mir bei meinem ersten Versuch auch passiert ist. Dann merkt man ganz deutlich, dass das Wasser einsteigt. Aber in der aktuellen Situation absolut kein Problem. Ja, Spinne. Kann man übrigens immer diesen Spinnenweben hier. Ah, ich glaube, das ist die Spinne unter uns. Ja, dann kennt man, dass die Spinne auftauchen wird. Leute, wenn so einer von oben runterschaut, sollte man eventuell ein wenig vorsichtig sein. Und wir nehmen noch die passend platzierte Kirsche mit und springen das Eis weg. Ich habe Achievement bekommen, Afraid of Water. Ich glaube, das bekommt man, wenn man das Wasser nicht einmal berührt in der Mission. Was ich einfach mal vermuten würde, weil wir haben das Wasser nicht einmal berührt. Und beim ersten Mal habe ich es definitiv berührt und das war der Unterschied. Und seht ihr, jetzt fließt das Wasser hier wieder entlang. Das bedeutet, die Wesen von dem Subcon Village müssen nicht mehr verdursten und sterben. Hey, was für ein glücklicher Tag für uns alle. Nein, ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan davon, dass man mit solchen kleinen Details einfach die Spielwelt auf längere Sicht gesehen verändern kann. Schau ich an die kleinen Würmchen hier, wie sie sich freuen. Ich glaube, sie freuen sich, ich weiß nicht. Sind irgendwie Geister schwer einzuschätzen. Aber ja, bin großer Fan davon, wenn man die Spielwelt ein Stück weit beeinflussen kann. Auch wenn es in dem Fall aufgezwungen wird. Aber trotzdem. Gut. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch drüben bei dem Filmstudio weitermachen. Denn der Greifhaken, der Hookshot, da tatsächlich das Item, das uns gefehlt hat, um da weiterzumachen. Wir könnten jetzt in Mafia Town noch ein, zwei Missionen machen. Oder, was ich bevorzugen würde, wir stellen uns der wohl interessantesten Mission aus, ganz Subcon Forest. Oh, wir haben Time Rift. Das ist auch eine ganz nette Sache. Damn! Ich für meinen Teil würde aber sehr viel lieber Queen Vanessas Villa aufsuchen. Wie ihr seht, ist Queen Vanessa eine beängstigende junge Frau. Eventuell werden wir sie kennenlernen. Und diese Mission war für mich anfangs absolut, absolut schrecklich. Denn auch wenn die Kamera anfangs dahin zeigt, wo man hin muss, habe ich den Weg einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht genau, was ich mir gedacht habe. Ich meine, man startet hier und wenn man darüber geht, ist man direkt auf dem richtigen Weg. Ich für meinen Teil bin aber in die komplett andere Richtung gegangen und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hier habe ich dann ewig alles erkundet, was man so mitnehmen kann und ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Ich war für Stunden hier gefangen und ich wusste nicht, wie ich weiterkomme. Aber die letztendliche Lösung ist so einfach. Ich dachte, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Brücke hier aufgebaut wird oder so. Deswegen habe ich mich nie getraut, darüber zu gehen. Es war sehr verwirrend.
Auf jeden Fall müssen wir hier entlang und ich wundere mich, ob dieser Kreis eventuell irgendwas Böses für uns parat halten könnte. Bestimmt nicht. Oh, was? Hi. I was kind of expecting a new victim to step in my traps. I've already taken your soul and everything. Have you even completed your contractual obligations yet? Zum Teil. Ich bin gerade dabei, die letzte zu erledigen, bis du dich mir in den Weg gestellt hast, aber ja, ansonsten ja. Don't take it personal, kid, but stay clear of my traps. There's only so many times my voice can handle yelling like that. Taking the experience away from other people. But since you did step in my trap, I might as well extend our business endeavors. Oh hey, mehr Verträge. Fool! Oh, you stepped into my forest, and now you must pay the price. Mann, mit diesem Konzept bin ich absolut noch nicht vertraut. Also gut, wir haben hier die Wahl zwischen zwei Missionen. Zum einen können wir immer noch die 10 Pakete ausliefern. Und zum anderen können wir einen Boss besiegen. Wisst ihr was? Wir werden sowas von dem Boss mitnehmen. 10 Pakete ausliefern, das ist so langweilig. Die Mission habe ich immer als letztes gemacht. Und mit immer meine ich bei meinem Let's Runner. Ich weiß, dass Fully die auch zuletzt gemacht hat. Also weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, der so empfindet, dass 10 Pakete ausliefern nach einer fürchterlich langweiligen Mission klingen. Wir riechen hier niemanden. Ihm ist es also doch aufgefallen, dass ich meinen rosanen Duft aufgelegt habe. Er riecht wie eine Farbe. Auf jeden Fall wollen wir die Villa aufsuchen, welche sich hier hinter befindet. Und hier lernen wir jetzt die zweite Mechanik von diesen Glocken kennen. Und zwar, was ihr hier seht, was wir davon sehen, ist eine, wie soll ich sagen, es sind Säulen mit einem Sternenmuster in sich drin. Nennen wir es Sternenmuster. Und sie haben den gegenteiligen Effekt von den grünen Plattformen. Das bedeutet, wenn diese Aura sie berührt, können wir durchlaufen. Und bei den grünen Plattformen, wie ihr natürlich noch wisst, können wir über sie drüber laufen, wenn sie berührt und ansonsten nicht. Und dann müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen kombinieren. Und hey, damit hätten wir die ersten 3 Meter überwunden. Und hier haben wir die Kirsche. Nehmt ihr auch direkt mit. Und falls ihr euch wundert, ich liebe diese Gegend. Sie sieht fantastisch aus. Und sie erinnert mich sehr stark an Dark Souls. Da gibt es natürlich auch ein Gebiet, welches einfach nur aus Kristall besteht. Und es sieht halt wirklich so aus. Was soll ich machen? Es tut mir leid. At in Time ist quasi als Dark Souls unter den 3D-Jump'n'Runs, könnte man sagen. Ab der Stelle gibt es dann nicht mehr allzu viele Zweifel daran. Lass mich nochmal die Glocke läuten. Warum will ich überhaupt auf den Baumstamm da hüpfen? Das ist komplett unnötig. Ich sehe gerade bei der Glocke, da hängt auch so ein Geist oben dran. Ha, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ach, der scheint nur, wenn man da drauf gehämmert hat. Okay, shit. Muss ein bisschen vorsichtig sein. In Ruhe so ganz sorgen diese Glocken eigentlich nur dafür, dass man ein gewisses Zeitlimit hat. Bei seinem Plattforming. Das ist eine ganz nette Sache zur Abwechslung. Und glücklicherweise wird es auch nicht komplett overused. Das heißt, es wird schon wahrscheinlich ein, zwei Mal öfter verwendet, als optimal wäre. Aber es ist alles im Rahmen. Kann durchaus mitleben. Vor allem, weil es ein relativ nettes Gimmick ist, wie ich finde. Ein kleines Time Limit für ganz kurze Zeit. Und hey, wir sind da. Das ist Queen Vanessas Villa oder Anwesen. Davon bin ich nicht unbedingt der größte Fan, denn ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Es ist eine leicht gruselige Villa in einer leicht gruseligen Gegend. Ich meine, es ist bald Halloween und ich würde sagen, dieses Level ist ziemlich perfekt dafür geeignet. Außerdem bin ich mir ziemlich unsicher, warum das Gebiet hier draußen so riesig ist, obwohl es hier absolut nichts zu sehen gibt. Ich glaube, es müsste hier irgendwo tatsächlich ein Mafia-Mitglied geben, welcher irgendwie sich den Arsch abfriert oder so. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo. Auf jeden Fall, was wir eigentlich mal schauen könnten, können wir mal versuchen, das Ganze zu betreten, wenn ich gerade drüber nachdenke. So. Und hier haben wir Statuen, die übrigens furchtbar nervige Gegner sind. Die haben wir bisher noch gar nicht in Aktion gesehen, aber ab einem gewissen Punkt fangen sie immer an zu leben. Und sie laufen einem hinterher und sind furchtbar nervig. Oh Gott, sind zu zweit. Die Tür, au. Ich komme da nicht raus. Was soll das hier? Wollt ihr mich gerade verarschen?
lass mich jetzt gehen. Oh Gott. Lass mich jetzt gehen! Großer Gott! Oh, da oben geht's noch weiter. Habt ihr es gesehen? Da war noch ein Secret. So, auf jeden Fall, der Vordereingang. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass er uns nur bedingt weiterhelfen wird. Ich habe das Gefühl, da kommen wir nicht rein in die Tür. Er ist ein Stück weit vom Steh blockiert. Allerdings kann man hier noch weiter entlang laufen. Das bringt uns einfach nur zur Seite. Da können wir ein paar Herzen mitnehmen. Sehr schön. Aber, wenn wir schon mal in der Gegend sind, ich glaube, ich habe einen alternativen Eingang gefunden. Der Hintereingang. Okay, ich glaube, diese besagte Queen Vanessa werden wir wohl demnächst kennenlernen. Ich glaube, es wird ein freudiges Treffen. Und schau ich an, wie schön diese Gegend hier aussieht. Ich weiß nicht, das ist eine Sache in Videospielen, wenn da so Kristalle an den Wänden sind und sowas. Das ist eine Sache, für die ich immer eine Schwäche habe irgendwie. Also es sieht wirklich gut aus. Können wir uns eigentlich schon... Shit. Okay, wir sollen unsere Hüte hier unten nicht verwenden. Oh, und wir können sie wirklich nicht mehr verwenden. Was eine relativ interessante Sache ist, weil es gibt da eine Sache, welche ich ganz gerne... Oh, ein Wollknäuel, sehr schön. Es gibt nämlich eine Sache, welche ich sehr, sehr gerne nachschauen würde. Über die werden wir dann aber reden, wenn es soweit ist. So, wir haben die Schlüssel. Ich kann wirklich übrigens gerade meine Hüte nicht verwenden, was relativ unangenehm ist. Oh, ich kann sogar nicht mal andere ausrüsten. Wie auch immer. Wir haben Schlüssel und wir können hier rein in die Villa. Und wir haben den Checkpoint. So, diese Villa ist vom Gameplay her etwas alternativ, könnte man sagen. Denn es ist keine Plattforming-Challenge oder dergleichen. Es ist stattdessen... Oh Gott. Oh Gott! Das ist eine Horrorstelle! Steck dich! Steck dich! Oh nein! Oh Gott! Ah! Nein! Sieht sie mich? Oh nein, sie kommt näher. Oder? Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Ich glaube, sie kam nicht wirklich näher. Oh, sie ist noch da. Wir bleiben hier drin. Okay. Ihr müsst wissen, eigentlich ist das unglaublich beängstigend, denn die Geräuschkulisse, wenn man von Vanessa gesehen wird, ist ziemlich fantastisch, wie ihr vielleicht gehört habt. Nur in der Situation kam es nicht allzu gut rüber. Da hängt was drin. Ein Schlüssel, den wir irgendwo verwenden können. Nur kam es in der Situation nicht übermäßig gut rüber, weil ich an der falschen Stelle war scheinbar. Allerdings gibt es hier ein paar interessante Dinge in der ganzen Gegend zu sehen. Zum einen... haben wir da einen eingefrorenen Geist. Nicht unbedingt übermäßig schön. Und zum anderen ein Bild von einer jungen Dame mit einem Partner an ihrer Seite. Da sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten. Und ein gebrochener Boden. Zum Teil angebrochen. Hier drüben eine Küche. Was hat Vanessa im Kühlschrank? Cookies. Oh Gott. Und ein Schlüssel, den wir für das Piano verwenden können. Beziehungsweise den Flügel. Außerdem, wir können uns überall unter den Tischen verstecken. Das ist eine Sache, welche sehr, sehr hilfreich wird, wenn Vanessa hier rüberkommt, um uns zu erwischen, denn da unten kann sie uns dann nicht sehen. Ich würde sagen, wir versuchen direkt mal, den guten Flügel aufzusperren. Und dann versuchen wir noch eine Runde zu spielen. Wir können nicht daran spielen. Das bedeutet, wir haben noch eine Alternative, was wir tun können. Okay. Das war ziemlich laut, machen wir uns nichts vor. Aber das Buch ist schon mal ein Stück weit hervorgerückt. Das ist die gute Sache. Oh, es war zu laut. Sie ist da. Oh Gott. Oh Gott. Ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht bereit. Und das ist die Stelle, bei der ich mir ziemlich sicher bin, vor allem wenn Jüngere das Spiel spielen, dass sie wirklich, wirklich Angst haben werden, denn die Scheiße ist wirklich beängstigend, wisst ihr das? Boom! Und jetzt beeil dich. Doch Gott. Oh Gott! Oh Gott, sie ist da drüben! Lauf, 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 lauf! Okay, lauf weiter, lauf weiter, lauf. Kann ich eigentlich, warte mal.
Ich sollte es nicht tun, aber könnte ich in ihr Schlafzimmer? Da wo sie herkam, ich kann hier rein. Ha. Hätte keine Ahnung. Hier hat sie sich also zuerst herumgetrieben. Da ist ein gefrorener Mafiamann. Interessant. Sie scheint also alle einfrieren zu können mit ihren... Ach, hier habe ich den Schlüssel wahrscheinlich für gebraucht. Die gute Eiskönigin scheint also alle einfrieren zu können. Und ab hier wird die ganze Sache relativ interessant. Wie wir sehen, hat sie hier ein wenig stärker herumgewütet, als es noch unten der Fall war. Und hier können wir tatsächlich auch ein bisschen was über sie erfahren. Der nächste Schlüssel, den wir brauchen, ist da oben. Oh hey, Reddick. So, hier gibt es nämlich ein paar Briefe zu finden. Und da kann man ein bisschen die Geschichte von ihr nachvollziehen. Mutter hatte letzte Woche einen Unfall. Deswegen wurde ich heute zur Königin gekrönt. Jetzt kann mich der Prinz nicht mehr seine Prinzessin nennen. Das Leben ist nicht fair. Okay, es gibt also einen Prinz und sie würde gerne eine Prinzessin genannt werden. Was gibt's sonst noch über sie zu wissen? Mein Prinz genießt sein Frühstück viel zu viel. Ich bin neidisch auf diesen verdammten Bacon. Er liebt ihn. Kein Bacon mehr in diesem Haus. Sie ist also auch noch ziemlich eifersüchtig, wie mir scheint. Außerdem, schickes Porträt, bin großer Fan davon. Und wer ist der gefrorene Mann? Da ist der riesige Teddy. Oh, ist alles relativ beängstigend. Ja, das ist das Teil, das wir selber auch mal zusammengebaut haben. Oh, nächster Brief. Nächster Brief. Ich meine, hat sie die Fähigkeit, alle einzufrieren? Das ist eine Sache, die ich bisher immer noch nicht so ganz verstanden habe. Aber ich vermute einfach mal, das ist so ein bisschen ihr Ding, dass sie sowas kann. Auch wenn ich nicht ganz weiß, warum... Ach, warte. Ich wollte jetzt sagen, auch wenn ich nicht ganz weiß, warum alle Leute versucht haben, sie aufzusuchen. Aber wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke, könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass die Leute, die man hier alle findet, also auch die Mafia-Leute und sowas, dass das andere Leute sind, die den Auftrag von dem Geist angenommen haben und hier schlicht und ergreifend an ihr gescheitert sind, weil sie von ihr gesehen und dann eingefroren wurden. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Oh, ich wünschte, ich könnte ihn immer bei mir haben, eingesperrt in Ketten im Keller. Aber du kannst einfach doch nicht einfach einsperren. Oder kannst du? Okay. Sie war also vom Kontext her so eifersüchtig auf alle, die irgendwas damit zu tun haben, beziehungsweise sie wollte ihn wirklich nicht verlieren und hat ihn im Keller festgekettet. Außerdem, Ballon hat den Schlüssel ein bisschen gelockert und das gefällt mir nicht, was jetzt passiert. Ah, Ballon ist geplatzt. Hey Vanessa, ich habe keine Briefe, die hier irgendwo herumliegen, gelesen, ich schwör's! Tatsächlich kann uns absolut nichts passieren, wenn wir hier unten drin sind. Also mache ich mir nur unbedingt viele Sorgen. Okay. Oh, da ist noch ein Brief. Meine liebste Vanessa, es sind viele Tage vergangen, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Es fühlt sich an wie Monate. Meine Zeit an der Akademie ist ziemlich hart, aber ich mache gute Fortschritte. Es gibt einfach so viel zu lernen, wenn es um das Gesetz geht. Aber die Bücherei hier ist wirklich gut ausgestattet. Die Tutoren sind die Besten des ganzen Landes. Und ich bin dankbar für ihre Hilfe. Ich lerne auch im Privaten noch etwas mit einer Mitschülerin des Gesetzes. Ihr Name ist Lady... Und der Rest des Briefes ist leider zerstört. Ja, war eine gute Übersetzung, ich weiß. Dankeschön. Oh, wir haben noch ein Buch. Ein altes, ruiniertes Tagebuch und die Seiten wurden rausgerissen. Oh, wir können ja verschiedene Seiten noch lesen. Okay, sehr schön. Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinem Brief redet er nur über sie. Eine Tutorin. Er sagt, er liebt mich. Aber sie sieht ihn. Ich bekomme Briefe und sie bekommt seine Zeit. Er gehört mir. Wenn er erstmal fertig gelernt hat, will ich ihn zurückhaben. Mit gelernt meine ich eher studiert, wie auch immer. Liebes Tagebuch, heute hat mich mein Prinz verlassen, um seine Studien zu beginnen. Er wird so weit weg sein für so lange Zeit. Er hat versprochen, mir zu schreiben.
Er wird mich nicht vergessen. Wird er? Seine geliebte Prinzessin? Oh, er hat ihr nicht mehr geschrieben. Seit er scheinbar mit der anderen angefangen hat zu lernen. Er kommt zurück. Nur noch ein Wochenende. Ein bisschen Ruhe von ihr. Ich werde ihn dazu überreden zu bleiben. Ich kann meine Liebe nicht nochmal gehen lassen. Das klingt ein bisschen melodramatisch. In der Tat. Und da spiegelt sich irgendeine eisige Statue wieder. Also gut, was haben wir bis jetzt gelernt? Sie hat ihren Prinzen, welcher gehen musste, um sein Jurazeugs zu studieren. Und scheinbar hat er da, wie es aussieht, eine andere kennengelernt. Außer ihr. Und die gute Queen Vanessa kam darüber nie hinweg. Und hat im Endeffekt darüber nachgedacht, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, ihn einfach irgendwo anzuketten. Außerdem bin kein Fan von dem, was ich gerade auf diesem Bild hier sehe. Oh, ich kann unten reinkriechen. Nehmen wir den nächsten Ballon mit. Denn wir sind immer noch unterwegs, um den Schlüssel zu lockern und letztendlich zu bekommen. Dafür müssen wir einfach den Ballon nur immer wieder hier rüberbringen. Und natürlich war das immer noch nicht genug. Oh Gott. Warum wurde ihr so ein Gesicht gemalt? Also bei dem Bild. Überzeugt mich nicht. Kommt Vanessa jetzt eigentlich wieder? Ich nehme einfach den... Ah! Oh Gott! Ich glaube, wir haben keinen Ballon mehr. Heute ist nicht der Ballon-Gratis-Tag. Aber dafür... Oh Gott, Vanessa geht gerade und sie klippt einfach durch die Tür. Dafür haben wir endlich den Schlüssel. Oh, da ist noch ein armer Mafiamann, der einfach eingefroren wurde. Wo ist der Schlüssel? Ich würde es doch sehr bevorzugen, von hier zu gehen. Oh Gott. Er ist auf dem Klo. Und der Prinz ist ganz offensichtlich gegangen. Es ist ein süßer Prinz. Denn ich sehe, dass er aussieht wie ein Cookie. Erklärt das, warum du so viele Cookies im Kühlschrank hast? Ich meine, das ist doch kein Zufall. Das ist doch ein Cookie. Ach. Ist ein Lebkuchenmann, dein Prinz? Oh Gott. Okay, wir haben große Angst. Sie darf uns nicht sehen. Ah! Oh Gott, oh Gott. Sie greift nach dem Handtuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf! Ich glaube, sie hat uns gesehen. Oh Gott, wir gehen. Deswegen habe ich übrigens vorhin auch dieses Bild von den beiden hervorgehoben, welche man hier überall hin und wieder sehen kann. Oh Gott, lauf! Okay. Alles gut. Ich glaube, wir haben es überstanden. Wir haben es noch nicht ganz überstanden, die Truhe ist noch versperrt und ich würde sagen, das war soweit eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist eine der interessantesten Missionen aus dem ganzen Spiel und ich denke, ihr solltet ungefähr gesehen haben, warum. Denn sie hat tatsächlich eine Hintergrundgeschichte und ich finde, Vanessa an sich ist für dieses ganze Setting einfach sehr... Ich habe keine Ahnung, sie ist gut geeignet für das Setting. Super. Und wir bekommen eine Fuchsmaske. Und damit können wir auch uns selbst die Fähigkeit der Glocke geben. Das bedeutet, wir können da einfach dann über diese Plattform selber rüber für kurze Zeit, weil wir um uns herum so eine Blase machen können. Und hey, das ist Geschenk. Oh, und das hier oben war sogar optional, sehe ich gerade. Wie auch immer, nehmen wir den Inhalt der Schatzruhe an uns. Es ist selbstverständlich unsere Sanduhr. Das wiederum bedeutet... Wir haben diesen Teil unseres Vertrags erfüllt. Entschuldigung, nimm sie bitte an dich. Yeah. Sehr schön. Wundervolle Mission. Allerdings gibt es noch eine gewisse Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Ich bin nicht sicher, ob man sie sehen kann, aber ich würde ganz gerne danach schauen und dafür muss ich die Mission ein weiteres Mal starten. Und zwar gibt es hier unten noch zwei Dinge, welche es für uns zu beachten gilt. Zum einen, erinnert euch noch, als der kleine Geldslimme hier aufgetaucht ist und uns gesagt hat, oh hey, wir dürfen unsere Hüte und sowas ja nicht mehr verwenden, aus irgendwelchen Gründen. Das war die eine Sache. Und die andere, in einem der Briefe stand, dass sie darüber nachdenken würde, ihren Prinz am liebsten im Keller festzuketten. Und da leuchtet was grün. Und grün leuchtet Dinge, können wir mit der Maske richtig sehen. Und wir sind im Keller. Wir können hier die Maske noch verwenden.
Ich weiß nicht ganz, was man hier zu sehen bekommt, aber ich bin bereit. Okay, nicht weit überraschend, wie es aussieht, ist er tatsächlich, er hat sie ihn tatsächlich hier unten angekettet und ich gehe einfach mal davon aus, dass er hier unten dann gestorben ist. Ah, diesmal darf ich meine Masken sogar, ne, jetzt kommt er wieder, seht ihr? Jetzt taucht er auf und dann sagt er, oh hey, du darfst sie nicht mehr verwenden. Ach, Moment, ich darf, abgesehen von der Dweller's Mask, die darf man hier scheinbar noch verwenden. Okay, relativ interessant. Auf jeden Fall, ja. Der Prinz ist tatsächlich da. Nettes kleines Detail, denke ich. Nettes kleines Detail. Aber gut, liebe Leute, dann würde ich sagen. Oh. Und der eine Riss im Boden, den haben wir gar nicht kaputt bekommen, fällt mir gerade auf, den man von weiter oben in dem Raum mit dem Flügel ausgesehen hat. Der ist scheinbar, der führt direkt hier hin. Aber wie auch immer, ich würde sagen, wenn das Ganze weitergeht, sehen wir dann aber im nächsten Part von Ahead of Time, dem Spiel, in welchem wir mit hutiger Zeit unterwegs sind. Hutig. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.